Heute ist, glaube ich, Dienstag, der 3. Warum hocke ich heute auf der anderen Seite? Na, ganz einfach, ich spare mal einen Kameraschwenk. Es sind Backel gekommen. Die werde ich mir jetzt gleich zu Gemüte führen, während ich meinen Kaffee ganz gemütlich trinke. Tja, rein theoretisch ist meine Bodensteckdose, Birnen, ach, und ein paar Kleinigkeiten dabei. Ja, Schavier, nee, doch, wir werden es gleich sehen. Erst ich, dann ihr. Also, zum einen habe ich noch so ein paar Klipse für die Lichtscheuche mir mitbestellt, dass ich die schön gerade legen kann. Hier sind Glühbirnen drin, LED, die werden wir noch früh genug sehen. Die lasse ich jetzt auch drin. Leckt mich am Ärmel, ey. Die Steckdose ist einmal mächtig. Ja, klack, das ist so eine Ausklappbare. Und da, wo ich sie zuerst hinmachen wollte, wird nicht ganz möglich sein. Weil in diesen hohen Karton könnte ich mir gut vorstellen, dass die Teppiche drin sind, die mein Schatz noch bestellt hat. Ja, und wenn ich sie dann da außen hin machen würde, dann wird unter Umständen immer der Teppich über der Steckdose liegen. Also muss ich sie doch leicht versenkt unter den Grill machen. Aber was ich damit meine, zeige ich euch gleich. So, und jetzt mache ich das nächste Paket auf. Tadadadan! So, Leuchtchen direkt. Okay. Die habe ich mir auch über Amazon bestellt. Oh, erst einmal Karton aufmachen. So. Ach nö. Ich glaube, die wollen mich jetzt verkackeiern. Aber egal. Lieber gut verpackt als schlecht versendet. Ja, so ungefähr. Ich pack weiter aus. So. Ihr könnt sagen, was ihr wollt, Leute. Mir gefällt das Teil. Also ich finde es mal richtig rustikal geil. Tja, da kommt dann noch so eine Oldie-Lampe rein. Und dann haben wir, glaube ich, genug Licht zum Filmen. Zwei Stück habe ich von denen. Gefällt mir echt geil. Geil. Gut, dann sehen wir uns hinten in der Kota wieder. So, Freunde. Spielen wir mal ein kurzes Gedankenspiel durch. Angenommen, ich würde jetzt die Steckdose, wie ursprünglich geplant, hier hin machen. Also dahin. Wäre zwar schön, täte mir auch gut gefallen. Aber wo liegt das verdammte KG-Rohr? Also müsste ich von Haus aus sowieso hier hingehen. Wird mir auch noch gefallen. Auf alle Fälle. Nur, was ist mit den Teppichen, wo mein Schatzi bestellt hat? Gehen jetzt die Teppiche bis daher? Gehen die bloß bis hierher? Ich habe noch keine Ahnung. Und würden sie bis dahin gehen und ich würde dann Schatzi in den neuen Teppich ein viereckiges Loch reinschneiden wegen meiner Steckdose? Ich glaube, die wird mich umbringen. Also, machen wir es drüben hin. Moment. Zack. Hier rein. Genau hier die Linie abmessen und da kommt die Steckdose rein. Und wenn man hier plopp macht, kommt sie dann raus. Das Kabel ist definitiv lang genug. Passt wunderbar. Also, ich werde mir jetzt den ganzen Plumperquatsch anzeichnen. Loch aussägen mit der Stichsäge. Und dann geht's schon wieder weiter. Was mich hier jetzt bei dieser Steckdose ein klein wenig aufregt, ist, wie macht man die da drin fest? Ja, wenn das Loch so weit ausgeschnitten ist, liegt ja dann lose auf. Und das Ding wird ja auch bloß hier drin verschraubt. Mit zwei Schrauben.
Ich denke, ich werde das Loch aussägen und mir hier dann im Gehäuse hier oben ringsrum Löcher reinbohren, kleine, und dann ganz vorsichtig mit Schräubchen ringsrum ein paar Mal dann in den, da war ich, ja, hier oben eben ringsrum Löchlein bohren und dann ringsrum in den Bodenbrettern mit verschrauben. So mache ich das jetzt. Aber jetzt säge ich erst einmal das Loch aus. Erstmal schön die äußeren Löcher vorgebohrt und jetzt mit der Stichsäge soweit ausgesägt. Das Ding geht super rein. Ich muss jetzt hier unten bloß noch das Kleingedönse aussaugen. Na, Moment. Da unten drin. Dann geht die Dose mit Sicherheit oder der Rahmen komplett bis runter. Und ihr seht ja, das Holz ist sehr dick, also kann ich hier jetzt ja 2, 3, 4 Löcher bohren und es dann hier mit verschrauben. Mit dem Kabel gehen wir hier rüber, ja, und dann vor. Irgendwie so werde ich das jetzt schon hinbekommen, dass ich das Kabel nachher gleich da durchziehe. Leute, der Durchbruch ist gelungen. Ich ziehe jetzt hier mal das Kabel ein, tue das drüben dementsprechend abisolieren und dann gleich die schwarze Dose reinsetzen. Und dazu nehme ich so ganz dünne Schrauben M3x30 dann, um sie ja hier durch die frisch gebohrten Löcher festzuschrauben, so wie ich es vorher gesagt habe. Ja, und Leute, das mache ich jetzt mal soweit und dann sehen wir uns wieder, oder ihr, das Material. Yo, hey, Kabel drin. Box, ich sage jetzt Box, ist verschraubt, schön bodenbündig. Da draußen schreit irgendeiner rum, keine Ahnung, will zur Nachbarin. Ja, dann schließe ich das jetzt an, setze das ganze Ding da rein und verschraubt es. Wunderbar, und dann haben wir das Eck hier schon fertig. So Leute, jetzt schaffe ich es gerade noch, das Zeug festzuschrauben, weil David und Co. sind gekommen und wir schauen jetzt dann gleich, sobald die Steckdose fest ist, auch mal den Balken aufbringen. Tadadada! Plopp! Und zum Zumachen muss man wieder zurückziehen und fertig. Ich würde sagen, gefällt mir. Boden mache ich entweder nachher zu oder morgen. Jetzt geht es erstmal an den fetten, schweren Scheißbalken. Ich mache hier noch ein ganz kurzes Kaffeepäuschen und die da hinten tappen ja hier oben das Geländer alles zusammen. Egal, machen wir alles neu. Die paar Bretter, die 20 Euro habe ich dann glaube ich auch noch. Egal, Hauptsache wir kriegen den Scheißbalken auf. Sapperlot, hier haben sie mir das komplette Geländer weggetreten, aber egal, der zusätzliche Stützbalken ist oben. Hurra! Den werde ich jetzt dann bei Gelegenheit noch komplett mit verspaxen. Wenn die Dachdecker dann das Dach machen, dürfen die Längsdinger da, Längsbälkchen, mit dem noch von außen verschrauben, vernageln oder sonst irgendwas. Und dann ist der untere Balken doch komplett entlastet. Tja, gut. Das wäre soweit mal geschafft. Hier muss ich halt ein neues Geländer bauen. Da hocken sie, die zwei Tiere. Mann oder Memme? Memme, aber eine verdammt harte. Alles klar, ich danke euch wieder mal. Ja, die zwei Helden sind wieder weg. Ich war hier schon wieder fleißig. Hab das Kabel, also unten ausgeschnitten, in der Mitte hier durch. Ja, und jetzt mache ich mal bis zu dem Bereich hier schon mal die Bretter rein. Ja, und dann Stück für Stück eben wieder zuarbeiten. Ich kann mir nicht helfen, aber irgendwie war ich jetzt, glaube ich, zu langsam mit der Cam. Ich komme mir hier sehr beobachtet vor, wenn ich hier jetzt schon die Flugzeuge oben kreiseln. Michael, warst du das schon wieder? Sapperlot. Leider habe ich es jetzt zu spät gesehen. Aber der ist hier wirklich gerade hier sehr tief. Ich glaube, man hört ihn sogar noch.
Vielleicht kommt er nochmal, dann springe ich schneller mit der Cam. Zwei Bretter noch und die Randleiste, dann verkabeln etc. pp. Ich mache jetzt erstmal eine Kaffeepause. Also ob ich es gewusst hätte, Schatzis Teppiche. Jo, roll ich mal aus und dann gucken wir uns die an. Jo, hier vorne kommt noch ein anderer Teppich hin, aber die sehen doch mal jetzt richtig gut aus. Schatz, da hast du richtig gut eingekauft. Ja, dank meiner persönlichen Berater. Aber jetzt stell dir vor, ich hätte die Steckdose hier außen hingemacht und das wäre gar nicht gegangen. Hätte die hier ein Stück aus dem Teppich rausschneiden müssen. Ich glaube, du hättest mich getötet. Gefressen hätte ich dich mit Haut und Haaren, Stumpf und Stiel. Ja. Ziehen. Wow. Musst du wieder ziehen und zuklappen. Das ist die Idee. Ja, gefällt dir das mit der Bodensteckdose? Ganz gut. Gut gemacht, oder? Hätte ich gleich gemacht. Ja. So Leute, da wir es jetzt schon wieder kurz vor 9 haben, mache ich jetzt Feierabend hier herin. Morgen werde ich dann noch hier, also neben der Eingangstür, eine Steckdose positionieren, hier unten drunter. Und die ist ja für fürs Landings, für den Repeater. Ja, die Kabel da unten drin noch verstecken und ja, die andere Steckdose dann und hier die Steckdose dann anschließen und dann noch Kabeldinger ausschneiden für den Käse hier. Ja, genau, dass man halt da halt dann mit den Kabeln auffahren kann. Gut, das passiert aber dann morgen. Und dann irgendwann am mal morgen, übermorgen, da noch die Lampe hin und da drüben oben hin Kabel verkabeln, auf den Lichtschalter drauf, fertig. Ja, ich liege hier gerade ganz gemütlich am Boden, sonst hätte ich hier unter der Bank ja nicht filmen können. Okay Leute, das war's dann für heute, für dieses Video. Ein bisschen was haben wir geschafft. Habe ich heute geschafft. Ja. Was halt die Zeit so hergegeben hat. Und ja, ich würde mal sagen, ich gehe ins Licht. Oh, jetzt geht's wieder. Ja. Noch ein bisschen höher. Die beste Lichtgegebenheit hier, direkt am Eingang. Ja, dann gibt es halt morgen das nächste Video, wo ich dann unten die Elektrik fertig verkabel anschließe und dann auch bald den klasse Scheinwerfern. Ja, die kommen dann eben dann auf. Schauen wir mal, wie weit wir morgen kommen. Leute, wir sehen uns. Ciao.